Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon, die schwarze Edition Nuzlocke. Im letzten Part haben wir einiges erlebt und wir haben die Route 2 durchquert. Ich habe noch offscreen ein bisschen gelevelt. Wie ihr seht, Slave ist auf Level 12 und Derpify auf Level 14. Das hat alles zu einem Grunde, weil sich danach alles sehr stark entwickelt. Ich habe meinen Derpify Tackle, Wachstum, Rangnehmen und Wickel, kein Item. Und Slave hat eine weitere Attacke gelernt. Und zwar Tackle, Scanner, eine sehr gute Kampfattacke, Biss und Geduld. Ja, die Attacken haben wir ihnen beigebracht. Und ich würde mal sagen, wir gehen uns jetzt die Stadt angucken. Wir sind nämlich in Orion City und ich hole erstmal ein Pokémon bevor wir. Ja? Du möchtest in eine Arena? Hier musst du leider nicht fündig werden. Versuch dein Glück doch mal in der Trainerschule. Wenn du einen Ohrenarm gesehen hast, musst du erstmal deinen Arenaleiter. Hast bla bla bla. Die Trainerschule ist jetzt halt nur eine Arena. Okay, wir gehen aber erstmal woanders hin. Hallo, junge Dame. Es gibt einen Trainer, die in den Traumbronchen schlägt. Bitte dich doch mal dorthin. Ja, dann gehen wir mal hin. Wir gehen jetzt mal zum Traumbronchen. Hier, frisch überall ein Trainer. Juhu, wir gehen mal Trainer besiegen. Willkommen in der Traumbranche. Und hier kriege ich das geschenkte Pokémon, das zum ersten Mal passiert. Aber erstmal ein bisschen kämpfen, ne? Ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was hältst du von meinem kleinen Kampftraining? Also, wir haben offscreen trainiert. Jetzt gucken wir mal, was sich daraus alles entwickelt. Felilu kommt in den Kampf. Level 8. Oh, das ist doch nichts für meinen Slay. Er ist sehr langsam, das hat damit zu tun wegen seiner Slave-Decke. Wunderbar! Das reicht doch. Oh, die Angriffsfeld. Traumbranche, da kriegen wir unser erstes Pokémon und das habe ich schon einen Namen für das. Pokémon. Felilu ist besiegt. Slave erhält 94. Wieder ein Felilu. Aber diesmal lasse ich meinen Stirpy ran. Derpy kann es nämlich besser. Er hat zwar wenig, aber Derpy ist gut. Derpy ist geil. Es entwickelt sich nämlich jetzt auf Level 16 und 17, meine ich. Rankenhieb. Müsste ihn weghauen, das Felilu. Oh, nur die Hälfte. Die Kratzer tut doch nichts. Mit Tackle ist jetzt weg. Los, Derpy, Tackle. Wunderbar. Derpy war. Derpy, ey, dachte ich. Göringer, Wahnsinn, du bist ein geborener Trainer. Oh, so viel Poké-Dollars, wie du mir gibst, ey. Unbegreiflich. Oh, ein neuer Trainer. Mein Ziel ist es, das Niveau eines Arenas weiter hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur den Hauch einer Chance gegen mich? Ja, ich mach dich jetzt alle, mein Freund. Du junger Knecht. Julian. Nagelotz, Wahnsinn! Ich bin ja beeindruckt auf Level 7! Weißt du, ich habe einen Slave, das heißt auch Nagelotz und ist auf Level 12. Ich glaube, ein Biss reißt. Müsste Knocke. Ja. Ja, ein bisschen zu schwach noch der Biss. Das hätte ihn eigentlich niederschlagen müssen. Tackle. Bam. Auch reicht. Ach, nur 67 EP. Wieder ein Nagelotz. Da wechseln wir ja wieder auf Derpy. Wir könnten auch die Miezekatze einsetzen, aber ich habe mir überlegt, die Miezekatze wird unser zweiter VM-Slave. Und ja, ich würde sie nachher in Arena-Leiter vielleicht nur als Sicherung benutzen. Attacke müsste reichen. Vielleicht hätte es doch ein bisschen mehr. Naja, ach, mein Derpy voll wird noch. Zack, wir werden jetzt noch mal Tackle ein. Ich hätte auch eigentlich trainieren können, für die Trainer offscreen besiegt, aber das mache ich nicht. Das ist Juckerei und ich möchte euch natürlich gut Glück auf das Eingekämpft weiter. Clef ist auf Level. Alle so schwache Level drum gemacht. Mein Fuß ist gerade eingeschlafen und mein Rankenhieb ist ein bisschen schwach. Und wieder ein Tor. Dadurch sind meine Verteidigung. Wow.
Meine Tür hat sich gerade komisch gemacht. Der Tackle müssen jetzt knocken. Das ist wunderbar. Das war sogar ein Volltreffer. New Yorker frisst mir mehr MP. 61. Bin ich beeindruckt von so viel MP. Key erhält 112 Pokédollar. Ihr habt nichts gesehen. Ich habe nicht mal meinen Pokémon verloren an dem Tag. Oh, wer bist du? Ah, du sagst doch mal, was war dein erstes Pokémon? Ein Serbifer-Fischchen, da passt dieses Sotermark wie Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Types Feuers. Ja, ich will das Sotermark haben, wir brauchen es. Bayern hält, Bayki hält das Pokémon Sotermark. Das brauchen wir nämlich. Und möchtest du deinem Sotermark einen Spitznamen geben? Oh, es ist weiblich. Wunderbar. Ich nenne es. Nein. Warte mal, wir müssen es auf klein schreiben. Also, es ist ein Affe und ich bin ja ein Freund von Haftbefehl und habe mir überlegt, ich nenne dieses Pokémon auf Lock. So in etwa. Warte, so, jetzt auf Lock. Auf Lock. Wenn du Pokémon verschiedene Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf den Fuß. Wunderbar, dann gehen wir weiter. Wir können leider nichts machen, da wir hier keinen Zerschneider haben. Ist auch hier bei uns schon der Tag vorbei. Okay, wir gehen mal jetzt Orion City. Wir gehen jetzt erstmal schnell noch mal kurz unsere Pokis heilen. Und ja, mich wundert, dass diese Aufnahmen immer besser werden. Und ja, ich bin ein Freund des Aufnahmeprogramms mittlerweile. Aber es ist nur für dieses Programm am besten. Denn für die anderen Sachen ist es nicht gut. Da läuft es nicht so mit Bild und Qualität. Ah, meine Pokémon sind ja topfit. Warte mal, ich muss mal was kurz gucken. Beutel, ob wir genug Tränke haben. Oh. Karte, dieses Kessel. Wieso hab ich denn wieso Kessel nicht drauf? Okay. So, da muss man sagen. Da wir uns ja noch Orion City noch uns gar nicht angeschaut haben, dann können wir uns auch ein bisschen mal mit Orion City uns vertraut machen. Wir gehen gleich zur Trainerschule. Wir gucken uns mal hier ein. Ah, also mein neues Schweiß, mal Wahnsinn. Nach dem Kampf von wunderbar. Sehr interessant. Was bist du denn? Hi. Mal entwickeln sich mal nicht. Ja, die bekommen wahrscheinlich wundersam. Hi, ich will hoch. Kein auf keinen Fall. Wir werden gar nichts finden. Vivien ist auf jeden Fall ganz ernsthaft. Oh, toll. Da ist Vivien. Und ja, die sehen wir nachher. Gehen wir mal hier rein. Schön, wenn hier etwas Neues. Kurz gucken. So, oh, Schritt mit dem Baum. Ah, hier, das schenke ich dir. Ein Superball. What the fuck ist mit dir los? Warum schenkst du mir einen Superball? Bubblegang kann man nie genug haben. Ja, leider ist besser. Oh, ein altes Ehepaar. Oh, meine Frau und ich haben beim Pokémon-Kampf kennengelernt. Ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Oh, mein Mann und ich sind wirklich wie voreinander bestimmt. Ja, schön für euch. Das ist so uninteressant. Oh, hallo. Ein Trainer auf Reisen? Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Ja. So wie man das sich vorstellt. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Wunderbar, interessant. Was für ein Spitzname wurde den Pokémon eben so? Ein Spitzname fest die Bindung zwischen mir und dem Pokémon nochmal umgeht. Ja, ich weiß, das ist nämlich wichtig. Man muss seinem Pokémon einen Spitznamen geben. Da steckt die Verbindung. Man kann sein Pokémon natürlich nennen, wie man will. Das ist uninteressant, denn ein Spitzname ist halt ein Spitzname. Oh, ich habe dieses Item vergessen. Ja. Ey, steh mich doch nicht im Weg, Mann. Ich hab dieses Item vergessen und es ist X-Tempo, wow. X-Tempo bringt ja auch so viel. So, dann würde ich mal sagen, hier ist doch was los. In der Trainer-Traumbranche eine Fabrikruine, so ist seltsam. Seltenes Pokémon, wildes Pokémon geben, das sich offenbar in einem Traumwelt zu entführen vermag. Also ein Pflanzenpokémon muss anfangen mit dem Pokémon-Schweiß noch viel mehr. Guck mal, da müssen wir. Und hier ist ein bestimmt verstecktes Item. Nein, kein verstecktes Item. Lieber mal hier hoch. Vielleicht war ich war noch nicht überall hier. Ich habe noch gar nicht geschaut. Ich war nur drin. Es gibt dieses Modell in letzter Zeit sehr beliebt ist. Aber so schön wie Kamina ist, so stark ist sie auch mit ihren Pokémon. Aha, sehr interessant. Die Stärke eines Trainers kann man auch mit der Anzahl seiner Ohren ablesen. Aha, sehr interessant. Was bist du? Eine geborene Tauschbörse. Wunderbar.
Oh, hey. Ich mag eben folgende Pokémon. Was bist du? 6 Pokémon zu ziehen ist ganz schön anstrengend. Okay, sehr schön. Ich habe noch gar nicht auf den Typ meines Pokémon. Ach, komm, doch, komm mal. Aflak, was bist du eigentlich von einem... Also, Aflak ist lasch. Das heißt, die Verteidigung steigt und die Spezialverteidigung fällt. Aquaknappe, Schlecker, also, reicht. Ist schon in Ordnung. Dann gehen wir mal runter. Und dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal zur Trainerschule. Da haben wir jetzt die Stadt schon abgekämmt, denn es ist wichtig, die Stadt abzukämmen, bevor man die Arena leitet. Und dann gehen wir mal zur Trainerschule. Ich liebe Pokémon, wenn wir mehr über sie wissen, aber eine genau wunderbare Trainerschule. Pokémon alle haben mich so viele Lokale. Ich glaube, seid ihr Trainer alle? Ja, ja, technische Maschine kann beliebter verwendet werden. Ja, das ist technische Vollmaschine, kennt ihr TM und so alles. Man kann die eben nicht alles verbinden. Ja, ja. Ja, wenn man Pokémon, das ist, das gibt's auch. Man kann Pokémon nämlich nicht, entwickeln lassen, indem man bei der Entwicklung genau dann stoppt, bevor es sich entwickelt, und zwar mit B, also Dauerdrücken B, und dann entwickelt es sich nicht. Wollen wir ein kleines Gegner oder Statusproblem machen? Ja, also hier kommt die erste Frage. Mit welchen folgenden Item kannst du Vergiftung gegenwirken? Damit liegst du goldrichtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein Paralysis machst du mit deiner Pokémon wieder mit dir, aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wirkst du mit. Bingo, absolut richtig. Mit Statusproblem kennst du dich doch aus, da wird ja das hier dir nützen. Hyperheiler, wunderbar! Ein Hyperheiler ist schon fast das eine. Schließlich heilt er durch die Bank alle Statusprobleme. Wunderbar. Was machen denn die Blumen hier auf dem Tisch? Hi, Sharon! Wird ein Pokémon vergiftet? Schön, dass er mit KP nachgekommen. Das ist aber nur ein Kampf. Naki, suchst du den Arena-Leiter? Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Okay, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Wissen wir, okay. Höchste Zeit herausfinden, wie wichtig Items sind. Aber bla bla, wir kämpfen drinnen. Das Ganze darf so also nicht so wild werden. Auf geht's zum zweiten Wahlkampf. Keep gegen Cheryl. Ich glaube, ich habe noch Nagel dazu vorne. Oh, Flying ist in den Kampf. Naja. Oh, das ist ein Level 8 Flying. Die Schrott ist ja gut. Nein. Pokémon. Geht zu ab. Schläf zurück. Oh, Flock. Du bist dran. Flying setzt sich. Oh, Flak, du wirst jetzt sein Nutzer. Aquaknapp. Könntest du da durch. Wunderbar, das heißt sehr effektiv ein Vertreter von Mini. Und da. 28 ist Level 25. Finn, lass ihn nicht weiterkämpfen. Das muss ein bisschen trainieren. Aber ach, das ist nicht schlecht wieder. Aquaknapp. Oh, Flak, ich mach mal schnell rein. Ah, ist nicht so stark. Es gibt so viele verschiedene Attacken. Manche waren einfach nur der erste Schatten. Setzen wir mal Katze an. Dann schauen wir mal, wie es sich Katze will. Stärkeite. Oh, Zuschuss für die Lose jetzt unten zum Schlag ein. Das hat er von, Flank. Die Verteidigung. Aflak ist Kratzer ein und das müsste das Ende sein. Wunderbar, Aflak. 111. Wow, zu viel. Oh, ich muss nochmal die Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Oh, Bingo, 800 Cookie-Dollars. Wie erwartet ist ein Einsatz von Intel von großer Wichtigkeit. Hier, okay, diese Bären ist für dich. Oh, Sinelbären, das ist gut. Die können wir nämlich gucken. Gibt so ein Pokémon, diese Bären, wenn so ist, das ist vollkommen selbst normal. So, dann machen wir nämlich jetzt etwas Wichtiges, und zwar eine Beute, muss ich den Bären. Sinelbären einsetzen. Nicht einsetzen.
geben. Wir geben Aflak 1. Wir geben Derpy Boy 1. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe vor dem Arena-Leiterkampf habe ich nicht gelevelt und war mit 10 Pokémon, die in Level 10 da waren. Und da wurde ein Pokémon gnadenlos kaputt geschossen. Das war nämlich auch ein Snake-Pokémon in der ersten Aufnahme. Naja, habe ich mir überlegt, ich level, bevor ich kämpfe, level ich immer erstmal. Weil es ist wichtig zu leveln. Ich habe auch Tränke vorbereitet. 9 müssen reichen, weil alle sind in Level 10, 11. Unsere Geheimwaffe ist natürlich unser Snave, unser Aflok. Und Derpify. Und falls alles nichts nützt, wir haben noch Biss. War ja unlicht. Ja. So, ich würde mal sagen, ich bereite mal das Pokémon-Team drauf vor. Miezekatze kommt nämlich als letztes Pokémon, als Überraschungsgag. Würde ich da sagen, hier beenden wir den Part, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Pokémon, die Schwarzeditor. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, bis dann und ciao Leute. Wenn ihr euch dieser Part gefallen habt, dann könnt ihr ihn folgendermaßen beenden, wenn er euch gefallen hat, natürlich mit einem Daumen hoch. Und wenn er euch nicht gefällt, mit einem Daumen runter. Feedback und Kommentare sind wie immer erwünscht. Und ihr habt einfache Verlinkungen unten in der Videobeschreibung und oben auf dem Video selbst in den Pokéball. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.